So, ich gehe jetzt in den Keller, ja? Okay, danke. Mit Käffchen. Mit dem ersten Kaffee heute. So, wenn sie schläft, ey. Ja, dann komme ich mal eine Viertelstunde oder so runter. Toll, super, machen wir so. Bis gleich. Also bis jetzt war der Tag schon aufregend genug. Mehr muss jetzt nicht sein. Oh Mann, ey. Gut. Ich mache jetzt oben Absperrung und dann bin ich gleich da. Gut. Ja, so ist es. Also unser Vormittag war heute schon sehr, sehr aufregend. Also ich bin jetzt allein im Laden heute. Und ich wollte heute eigentlich zu meinem Juwelier. Stellen wir mal die Schaltung ein hier, die rutscht nämlich hier. Hier müssen wir nämlich alle Züge neu machen und so weiter und so weiter. Ja, wie gesagt, eigentlich wollten wir zu meinem Juwelier gehen. Fahren mit der ganzen Familie, weil Anouk wollte ihre Uhr abholen. Und naja, und so weiter. Die Tür ist offen und das wummert. Und ich rufe in den Laden rein, wird hier ein Tresor aufgeknackt? Und dann höre ich so, Hilfe, Hilfe. Und bin gleich rin. Schild beiseite, rin. Ja, und dort, Überfall. Ja, haben sie ihn überfallen. Mitarbeiter eingesperrt und ja, überall Schmuck rum. Ich nur rennen, rausgeholt, Polizei angerufen und jetzt kommt's. 6 Minuten in der Warteschleife bei der Polizei beim Notruf? 6 Minuten? Ist das euer Ernst? Wenn da einer anruft, weil er gerade überfallen wird, weil die gleich drin sind. 6 Minuten? Da bist du doch 30 Mal erschossen worden schon in 6 Minuten. Krass. Und alles nur, weil irgendwelche Leute anrufen? Jetzt wegen Corona-Zeug vielleicht oder so? Nee, das geht nicht. Kann es nicht sein, da muss es doch was anderes geben. Dann sollen sie beim Ordnungsamt anrufen, Mann, aber tschüss, ich. Aha. 6 Minuten Warteschleife, ey, das ist ja kein Witz. Ja, das geht ja darum, Leben und Tod quasi, manchmal auch. Also in dem Fall war er aber jetzt Glück gehabt. Also ich war ja mit der ganzen Familie da, da hätten ja auch die hätten ja noch drin sein können. Ich hätte die ja auch noch überraschen können da drin, dass sie da fummeln am Tresor oder irgendwas. Ich hab Glück gehabt, bin einfach reingerannt, weil ich Hilfe gehört und so. Ne? Rind, wa? Familie natürlich draußen gelassen, aber ich meine, die hätten ja auch raus und dann oft, wissen wir ja nicht, mit Flucht und so. Naja, die 6 Minuten Warteschleife, das muss irgendwie minimiert werden. Erreicht haben wir nicht heute. Natürlich, viel Frühstück haben wir auch noch nicht dementsprechend. Ja. Alle Dude, alles schön, alle Gott sei Dank. Toi, 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 alle Duty an. Keiner groß verletzt. Jeden Tag was Neues. Unglaublich. Gut, Schaltzüge. Naja, so. Jetzt sieht es also wie folgt aus. Ich baue hier neue Züge ein. Komplett neu.
Neue Schaltzüge, neue Bremszüge, halt neu. Ja, haben meine Kinder heute ihren ersten Überfall oder Folgen eines Überfalls sozusagen mitgesehen. So, Bremszüge auch neu. Jetzt cutten wir die Hüllen. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee auf alle Fälle, dann muss ich das auch erstmal alles kurz sacken lassen. Okay, als erstes nehmen wir jetzt mal einen Schaltzug. Da hatte ich überlegt, ob ich den hier lang ziehe, aber nee, der kommt. Der bleibt hier. Das ist schon. So, das bleibt hier. Hat sich ruhig König. Hey. Gesänftet. Tja. Nochmal angerufen. Ha, hat gefragt, ob jemand im Laden war, als du kamst, weil die ja anscheinend irgendwie gestört wurden oder weil die nur so wenig mitgenommen haben. Weil du von einer anderen Kundin gesprochen hast, die auch da war, aber ich meinte, die kam nach uns. Die kam nach uns. Nein, es war keiner da. Aber es kann natürlich sein. Ich habe auch gesagt, ich weiß natürlich nicht, was vorher passiert ist, aber wir waren ja recht schnell da. Ja. Bin ja immer früher da. Da sieht man, dass die panisch waren, weil die die Hälfte noch verloren haben unterwegs. Ja, es ist echt gut gelaufen. Hier. Und dann schubst du mich weg. Oh mein Gott! Shit! Das ist voll aufgeschlagen. Mit die Zunge der Waffe drin. Lässt man die Knarre vorher halten, vor die Sicherheit. Wer sind sie? Wer sind sie? Umdrehen an die Wand! Aber ich hatte da hatte ich auch gar keine Angst, dass ich da also. Ich dachte, sie hat ja okay, das ist halt Vorschrift, wir müssen sie alle durchsuchen erstmal. Hä? Was hast du denn da? Weiß ich nicht. Nee, das hast du nicht. Was hast du denn? Deine Telefonnummer, eventuell? Na, nimm doch deine. Zur Kontaktnummer. Ich hab keine Telefonnummer. Hallo. Ich hab doch nicht. Nimm deine. Nein, nimm mal die andere kenne ich noch nicht, aber das schwarze, da bin ich ja auch erreichbar. Ja. Also, dann sag du an. Ich sehe kein. Ich bin überhaupt nicht mit Telefon. 0173. Ja. 93. Ja. 46. Telefon. Ja. 272. Hab ich schon gemerkt. Okay. Ja, meistens ist es so, ich gehe dann an und leite dann weiter. Ja, genau, dann werde ich wahrscheinlich als nächstes mal nach einer E-Mail fragen, dann werde ich auch mal so ein PDF rüberschicken, was so die erste Idee ist. Das, ja, die, ja, das ist besser. Das wird auch gelesen von ihr. Von mir auch nicht. Ich erzähle immer nur alles. Genau. Und du hast ja auch so dieses YouTube, hast ja auch so eine fest eingerichtete Kamera. Ich hab da oben über dir. Ja. Das Ding. Und dann hatte ich zum Livestream mal die kleine da. Oh, gerade nicht. Okay. Ja. So eine Geschichte. Aber deinen YouTube-Kanal, den pflegst du weiter sozusagen. Ja, klar. Da werden ja. Videos. Das habe ich gesehen, das ist regelmäßig. Genau, also das ist jetzt zwar ein bisschen weniger, manchmal ziehe ich jetzt 2 Tage zusammen oder so. Mhm. Ne, und, oder Feiertage lassen wir aus, weil wir dann nur, keine Ahnung, machen nichts Besonderes einfach. Das muss ja auch so ein bisschen interessant bleiben. Ne? Ja, und ich glaube fürs Fernsehen, die sind ja immer ein bisschen später, sag ich mal. Ja. So, da fängt das Fahrrad jetzt, glaube ich, das wird ein Riesenthema jetzt nochmal werden. Ne? So, na, gerade jetzt. Ja, jetzt wird, ja, genau. Gerade jetzt, genau. Ja. Sitzt ihn ja überhaupt nicht unter Druck. Ja. Mit seinen Dingen. Und das hier wird er definitiv nicht übernehmen, das weiß ich, das ist nicht sein Ding. Kein Mensch steht freiwillig hier, so wie hier in dem Ding, 10 Jahre im Schimmel oder so. Das macht der Kind. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist voll geil. Naja, aber es ist doch so, das ist gumpfig und so. Als ich hier reingekommen bin, waren die Böden quasi grün und alle Keller hier waren verschimmelt und vermuchtet und so. Da habe ich erstmal die Wände ein bisschen abgebürstet und alles sauber gemacht und
Du hängst den Keller da drüben ja auch, wo der eigentliche Verkaufsraum ist ja da drüben. Darf ich einmal? Klar, kannst du. Können wir einmal gucken. Mal einmal durch. Hey Mann, was sagt ihr dazu? Daumen hoch, Daumen runter, wird auch immer, ist mir egal. Ich kann es ja eh nicht ändern. Jetzt war wirklich jemand da aus Hamburg, Produktionsfirma, eine kleine Produktionsfirma. Und ist ja wie immer, jetzt sind kleine Produktionsfirmen, die den Großen zuarbeiten und dann versuchen, irgendwelche Projekte auf die Beine zu stellen, sich was aus dem Finger zu saugen letztlich und das dann irgendeiner großen Firma zu verkaufen. Und da mal schauen, ob das was wird, ob ich der kleinen Firma ein bisschen helfen kann und andersrum. Natürlich kommt es auch uns zugute und so. Wir werden ein bisschen größer, kriegen so ein bisschen weltweiten Ruhm. Ne? Natürlich nicht. Wir kriegen so ein bisschen Resonanz von ein bisschen weiter weg und deswegen, das kann ja nur gut sein. Also mir ist es gleich, sollen sie drehen, ich habe damit keine Probleme. Einzige Bedingung von mir war halt, dass es realistisch bleibt, dass wir nicht hier einen auf, yeah, und jetzt seht ihr in der nächsten Folge, boom, 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 und dies und das und jenes wieder einen Schlauch wechselt, oh yeah. Also das wollen wir nicht, ja, oder so eine inszenierten Streitereien oder sowas, das will ich auch nicht. Jetzt sind sie jetzt alle bei mir, sind echte Streitereien, wenn hier was kommt. Zum Beispiel wie diese Meinungsverschiedenheit jetzt, die ich mit Thorsten hatte, was auch immer, weil er mich nicht versteht richtig und ich einfach nicht ihm sagen kann, Thorsten, hol deine Lenker ab, ich habe ihn gefunden. War überhaupt nicht böse gemeint von mir, wie gesagt. Und ich bin dann nur genervt in solchen Momenten, wenn ich nicht richtig ausdrücken kann, sagen kann, ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Wer kommt denn da schon wieder rein, spaziert hier einfach so? Sir? Es ist der Mann und der Hund. Der Wolf. Der Rosa. Ja. Rosa? Rosa. Rosa, Latzig. Pokémon. Ne, da jetzt nicht über den Boden rutschen, wäre doof, hast du einen Draht im Arsch. Ganz hab ich noch nie gesehen bei dir. Oh Quatsch. Du hast doch noch nicht ab. Ja, ich weiß. Ja. Ich wollte extra nochmal. Ich wollte extra nochmal übergezogen, weißt du warum? Weil ich dann gesehen habe, dass ich auf meinem Hut da schön wunderschön hier neu an die Zone hält. Zahnputzflecke drauf habe. Ja, das habe ich auch immer. Naja, und hier oben so. Total gesagt, alles im Bart hängen geblieben und runtergetropft. Und ich gehe raus und guckst so und denkst so, ey, so kannst du doch nicht heute zum Juwelier. Ich war heute beim Juwelier. Ah. Ja. Kannst du nicht zum Juwelier. Scheiße, nimmst das alte Hemd noch aus der Wäsche. Rüber. Alles gut. Viel besser. Na, ich mach mal einen Schlauchwechsel hinten. Machen wir. Oh, hart aufgeschlagen. Bei dem goldigen Stückchen. Gut, haben wir fertig. Dann der nächste noch ein Schlauchwechsel. Der ist jetzt schon gestern, den habe ich total vergessen, dass wir den noch da haben. Ich weiß ja nicht, was du da noch hast. Das ist Hollandreifen. Ach so, na Junkers, ja doch, kommt da ein Junkers. Ja. Das könnte ein Junkers ich sein, weil tatsächlich. Junkers. Hast du aber fast Junkers. Prost. Ach, auch schon da. Schön. Wie war's? Du musstest laufen, war? Erst hier fahren, dreimal treten, laufen lassen. Können wir ja dreimal treten, eher laufen lassen. Ja. Den Hund laufen lassen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Metronom. Das war doch eine nette Einlage. Nur leider konnte ich jetzt mit dem Rad nicht weiterhelfen. Der geht auch nicht ran, der Kollege hier, den das hier wird. Jetzt haben wir ein Bosch-Rad, ein Rad mit Bosch-Motor. Schauen wir uns an. Ihr seid kurz dabei. Weil es schwer ist, ja. Huppet, Alter. Nee. Mit Bosch Motor. Hier, da steht nur Explorer Electrical Bicycle. Mit so einem Bosch Motor. Und das Problem ist, hier. Ne? Da schauen wir mal, dann nehmen wir mal das Rad hier hinten raus. Er meinte, der letzte Fahrradladen hatte auch Probleme mit dem Zentrieren von dem Rad. Achsmutter öffnen. Alles schön beiseite packen. Neunzehner Schlüssel. Jetzt ist was, haben wir. Wir schalten in den entspanntesten Gang sozusagen für den Zug und dann schauen wir, mittig ansetzen. Oh, hier, der ist ja schon locker. Der Bremsanker ist locker. Warum auch immer. Haben sie beim letzten Mal wahrscheinlich vergessen, wieder festzudrehen. Zehner Schlüssel, 5er Inbus. Und los geht's. Achtung. So. Ah ja, natürlich noch Bremse. Ist ja noch eine Magura-Bremse dran. Hydraulikbremse. Die hängen wir natürlich aus. Hebel auf, aushängen. Zack. Jetzt haben wir ja wie wieder das Problem mit dem Aushängen von dem Zug. Also wie gesagt, wir haben damit kein Problem, aber ich zeige euch, warum wir damit kein Problem haben. Habe ich ja jetzt oft genug schon erklärt. Einfach Schlüssel rein, einhängen. Hier. Dann hier dran ziehen und raus. Jetzt
Das nächste Ding, hier ist so ein Hebelchen. Den Hebel hier, den schiebe ich nach oben. Zack. Da ihr sehen? Dann nehme ich das ab. Das Plastikteil. Ja? Dann nehme ich das hier runter. Beiseite packen. Dann nehme ich diesen Ring, diesen Kunststoffring hier runter. Und dann schaue ich mal, was hier los ist. Nehmen wir einen flachen Schraubenzieher, Schraubendreher. Und sehe schon, der Sprengring ist ab. Er ist so halb runter. Nehme die Scheibe runter. Und schau mir an, wie die aussieht. Und hier hat der Kollege richtig Glück gehabt. Dem der Draht hier hört. Das Problem liegt nicht hier an diesen Aufnahmen. Sondern das Problem liegt tatsächlich hier an diesen Nasen, die hier dran sind. Die sind beinahe abgeschert. Ob ich so ein großes Zahnrad habe als Ersatz, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Wie groß ist denn das? Ist ja riesig. 24 oder so. 1, 2, 3. Zähne. Wir brauchen ein neues Rad. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ob ich euch das so darstellen kann, aber hier sind eigentlich so kleine Nasen dran. Und die sind hier schon wie ab, wie weggerieben. Da, da, da. Schau mal nach dem neuen Kranz. Das letzte. Ich habe einen 24er leicht gebraucht. Aber mit makellosen Nasen noch. Und von Fichtel und Sachs. Das baue ich ihm jetzt drauf. Okay. Jetzt setzen wir die wieder auf hier. Zwei gelbe Markierungen, eine gelbe Markierung setze ich so. Und kommen dann hier, sind ebenfalls gelbe Markierungen hier unten. Zum Beispiel. Und dann auch gehen dann gegenüber davon. Da setze ich dieses drauf. Zack. Und verschließe dann wieder. Gelbe Markierung, gelbe Markierung. Aufsetzen und irgendwo riecht es ja noch eine Kacke. Ich will nicht unbedingt direkt reingreifen. Gelbe Markierung. So, dann hängen wir den Zug wieder ein. Rein, drehen und letztlich auch wieder rein. Okay. Achsmotor auf dieser Seite hier. Der Verdrehfix. Okay, fest ist er noch nicht, ne? Ist noch nicht gespannt und nicht. Jetzt mache ich erstmal alles andere auf der anderen Seite. Dazu zählt der Bremsanker. Der wird erstmal vorfixiert und das wird der Punkt sein. Das haben die anderen Personen wahrscheinlich, die hier vorher dran waren, auch vergessen. Die haben nicht vorfixiert, aber haben nicht richtig festgemacht am Ende, als sie dann fertig waren mit Spannen etc. Dann kommt hier diese super Achsmutter rein. Mit Verdrehfix. Jetzt muss ich wieder die andere Seite lösen.
Also hier haben wir diesen Bollen. Aber das kommt hier rauf. So. Ja, und jetzt müssen wir spannen. Jetzt wird die Kette gespannt. Und zwar. Zuerst spanne ich diese Seite. 19er. Schließ die Bremse an. Ganz wichtig. Bremse rein. Das muss ja laufen. Sag mal. Ja. Und fest. Jetzt wird andere Seite die Kette gespannt. Ja. Hier vorne leicht drüber drücken. Dann spannen wir die Kette. Jetzt seht ihr so beschissen von da oben. Also nochmal, hier leicht drüber drücken. Kette und pop, pop, pop. Ja, das ist eine ganz gute Kettenspannung hier eigentlich. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Beim Elektromotor immer ein bisschen nicht übertreiben. Okay. Jetzt den Bremsanker festschrauben. Niemals vergessen. Don't forget the Bremsanker. Bremsankerschelle, Bremsankerschraube, was auch immer. Den Bremsanker festschrauben. Tja, so ist es. Ja, rufen wir die guten Kollegen mal an. Kann er abholen. Folgt noch seine Hängerkupplung hier hinten an und dann ist das fertig. Fertig. Das war's. Hängerkupplung dran, guckt nach hinten weg, so wie sie muss. Jo. Perfekt. Ich rufe ihn an. Kann abholen. Wo ist die Nummer? Wo ist das Telefon? Ja, der Tommy aus dem Fahrradladen. Ich wollte Bescheid sagen, das ist genauso wie ich dachte, der Ritzel ist durch. Ich habe aber noch eins da und ist schon eingebaut. Quasi kannst du es schon wieder abholen. Ist fahrbereit. Alles gut, alles super, ne? Also wie gesagt, na nur bis 16 Uhr, ja, musste noch mal herumpeln, leider. Okay, alles klar, na dann bis gleich, ciao, ciao. Hier habe ich schon angefangen sozusagen mit dem Laufrad, dann mache ich jetzt noch schnell fertig Schlauchern, Felgenband ist drauf, das ist ja für den Herkules. Dieser Neuaufbau von diesem Herkules war total zerklaut wurde, also wo alle geraubt wurde. Baue ich jetzt einen einfachen Laufradsatz ein. Na nö, da lebt er noch. Sag mal, Fan, auf Wiedersehen. Okay, Feierabend.
Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Na, einmal pro Woche Schule. Sind ja eben nur 4 Wochen. Also 4-mal Schule. Aber an verschiedenen Tagen. Julian hat, glaube ich, immer dienstags, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und dann auch immer freitags. In der Körnerstraße unterrichtet haben wird die ganze Zeit. Die anderen gehen alle in die Grunewaldstraße. Ja, und aber nicht mehr parallel? Nee, sondern an verschiedenen Tagen. Ist einfacher denn, ne? Dann kommt man nicht mehr da ins Spulethema. Ja, genau. Mit den Zeiten. Genau. Das ist dann halt 2-mal die Woche, dass wir fahren müssen. Ja, klar. Ja. Bis zu den Sommerferien und dann darf es wieder. Nordrhein-Westfalen ist jetzt das erste Bundesland, das die Kitas und die Schulen komplett öffnet ab dem 8. Juli. Also den Montag dann. Hm. Aber Berlin wieder als letztes. Ja, mit schließen und bald aufmachen. Warum da genau? Ja, jetzt schneide ich sozusagen von gestern den Vlog und dann nachschneide ich den von heute in den Vlog und dann schneide ich mir nur eine Scheibe Melone ab. Ja, willst du? Nee, guck mal, was richtig zu essen. Ich mach grad. Also ich habe jetzt mal so mal Pommes drin. Wir leben echt gesund. Also, das, Brot essen, Brötchen. Ich habe ja auch noch Eis, kein Problem. Pommes und Eis und das alles. Kriegen wir schon hin. Gut. Ja. Weg ist weg und brummt nicht mehr. Wahnsinn. Ja, so sieht's aus. So ist der Plan. Schauen wir mal an. Und Loki. Und du? Als ich runterkam, lag Skadi auf Ona drauf. Weil sie dir festhalten wollte, damit Ona nicht runterfällt. Ja. Und Ona, du spielst Gameboy. Oh Mann, ey. Naja. Wunderbar. Schöne Einleitung. Damit ein herzliches guten Morgen zum Vatertag. Das gestern und das heute schneide ich zusammen. Das ist ein Ding, war, überschneidet sich quasi, sozusagen. Und jetzt schneide ich von vorgestern. Ja. Heide Witzka. Also wir sind nicht mehr ganz live, aber es ist einfach, weil passiert gerade nicht so viel. Außer halt gestern. Na, gucken wir mal, was sich daraus entwickelt aus der Situation gestern. Jetzt fange ich erstmal an zu schneiden. Wir sehen uns gleich. Heute schauen wir uns den Schrank an für Anouk. Die möchte einen Schrank haben, den Marlies furchtbar hässlich findet. Den wahrscheinlich unendlich viele Menschen unendlich hässlich finden, aber der unheimlich praktisch ist. 30er Jahre Art Deco. So ein Zweckschrank einfach. Statt den ganzen weißen offenen Möbeln, weil sie möchte eben nicht mehr das Ona da ihre Sachen ausräumen, was ich auch verstehen kann, was ich gut finde und was ich dann auch unterstütze. Und dann kriegt sie den auch. Wenn der wirklich okay ist und wir den transportieren können, bekommt sie ihn. Er ist nämlich ziemlich groß und ich bin immer alleine unterwegs. Ich muss das immer alles alleine wuchten. Wir waren wohl zu nah aneinander. So, also fertig sind wir mit dem ersten Vlog. Also tut mir leid, da ist wirklich kaum was brauchbares an Filmmaterial gewesen. Ich weiß, ich muss mich nicht für mein Leben entschuldigen, aber so ist es nun mal. Das ist jetzt. Dann habt ihr auch gesehen, was wir den Tag gemacht haben, quasi. Und hier habe ich heute zum Vatertag von meiner Tochter ein schönes kleines Präsent bekommen. Eine Ausfüllliste. Lieber Papa, ich wünsche dir alles Gute zum Vatertag. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mit mir mein eigenes Fahrrad baust. Das mag ich besonders an dir. Einfach alles. Oh, ich liebe dich von ganzem Herzen, schreibt sie auch. Die Lehrerin hat wohl gesagt, dass die Kinder unbedingt das Smiley-Gesicht ankreuzen sollen. Ja, jetzt da habe ich mich gefragt, so gern habe ich dich auf einer Skala von 1 bis 4. Bitte nichts anderes ankreuzen, wenn, hat sie gesagt. Wenn, genau. Wenn da jemand den ankreuzt, sollte man sich Hilfe holen. Ne? Aber bei der Seelsorge mal anrufen. Da läuft was schief.
Ich möchte mit dir im See schwimmen gehen. Du bist die Nummer 1, du bist ein Held. Dafür hast du einen extra großen Pokal verdient. Für deine tolle Arbeit. Seht mal. Oh Mann, ist das süß. Naja, so ist es auf alle Fälle. Das war's. Erstmal hier. Ich glaube, hier trennt sich der Vlog. Von heute sozusagen. Und ich mache gleich mit der anderen Karte weiter. Deswegen werde ich das dann erstmal schneiden. Alle zusammen. Das habt ihr dann wahrscheinlich heute Abend schon. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog mit dem Rest von heute morgen wieder. Also, bis gleich. Ich denke mal, so mache ich das. Bis gleich, ciao.